Lauber, die Rektorin, die Schulleiterin der Ortenbergschule, 111 Jahre. Stolzes Jubiläum. Ja, ungewöhnliches Jubiläum für eine ungewöhnlich gute Schule, würde ich sagen. Angefangen wie alle Schulen in Preußen als Volksschule, inzwischen ja mit Realschulzweigen. Realschule, Hauptschule, Förderstufe und Grundschule. Und ungefähr 50 unserer Schüler könnten auch eine Förderschule besuchen, haben sich aber für Inklusion entschieden und sind auch bei uns an der allgemeinbildenden Schule. Wenn man hier jetzt über den Campus geht, über den Schulhof, die Schüler sind mit, Schülerinnen sind mit Begeisterung dabei. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, das war fast der schwierigste Teil der Vorbereitung, denn ich glaube, unsere Schüler, die sind immer noch so pandemiegebeutelt, dass sie gar nicht so richtig wussten, was ein Schulfest für einen Spaß bringen kann. Und während die Eltern uns mit ihren Hilfeangeboten überrannt haben, waren die Schülerinnen und Schüler doch sehr lange sehr verhalten. Aber ich glaube, heute haben sie Feuer gefangen und wir konnten ihnen zeigen, wie gut ein Schulfest sein kann hier an der Schule. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn hinter ihrer Leitung? Wenn ich alle zähle, haben wir 540. 540. Ja. Da kann ich immer nur einen Schätzwert sagen. Ich würde sagen, 50 Lehrkräfte und 20 Leute, die hier noch mitarbeiten in anderen Funktionen. Wenn die Schulleiterin der Ortenbergschule für die nächsten 111 Jahre noch einen Wunsch hätte, ja, was würde sie sich denn wünschen? Noten abschaffen dürfen und noch viel mehr Freiräume für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Und vielleicht weniger Regeln bei der Entwicklung von Schulen. Moin! Bleibt euch gefilmt. Guck, der Film ist alles jetzt alles. Dann kann man zu mir. Карина, ты ж попала! Давай, нужно сильно. Очень сильно. Ага, очень сильно. Смотри. Genau, die Weiche. Und dann, das, bei der ist es egal, die ist von beiden Seiten gleich. Genau. So, und jetzt kommt. Ach, den müssen wir erstmal ab. Halt mal bitte fest, dass die nicht wegfliegen. Das ist ein bisschen nicht hier vor. Ja, das ist ein bisschen doof. Und vor allem. Ich habe hier noch Kuchen da. Komm, Jonas. Ja, zweimal. Zweimal, dann darfst du noch einmal. Komm, Jonas.
Ein Fisch, ein kaputtes Fahrrad und noch ein Klo und Sand. Du kannst ja aber gerne trotzdem Bonbon nehmen. Ja. Weil der Stein noch hier einfach nur so ist, dann müsst ihr beide auslassen. Ach so. Hallo.